Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja, und Leute, es ist das erste Mal jetzt von Epic Games ein neues Update nicht nur angekündigt worden, sondern sogar gleich veröffentlicht worden, was die da machen wollen. Und das ist ziemlich crazy, muss ich sagen. Also es gibt ein neues Storm Destruction Update. Wann jetzt genau dieser Patch 5.4 kommt, das Donnerstag. wahrscheinlich am Dienstag. Donnerstag Hier steht wahrscheinlich. wahrscheinlich am Dienstag. Wahrscheinlich am Dienstag? Ja, Ja, steht hier. Dienstag und Donnerstag sind Patch Days. So, wahrscheinlich am Dienstag und dadurch soll das Endgame deutlich viel spannender werden. So, ja, was passiert? Also die Sturmränder. Die werden deutlich viel mehr Schaden an den, nee, nicht deutlich viel mehr, sondern die werden Schaden jetzt an den Gebäuden machen. Ja, also An Leute, den wenn ihr zum Beispiel, Spielergebäuden, nicht an den Häusern. wenn ihr zum Beispiel was baut und zum Beispiel einen Bouncer, dann kriegt der davon Schaden. Keine Ahnung, ob das jetzt so ist, wie viel Schaden auch der Spieler bekommt, oder bei einer Eintick-Storm, ob die Gebäude 1 bekommen, wissen wir nicht. Sondern einfach nur, dass sie Schaden bekommen. Also hier steht, also größte Änderung im nächsten Patch soll sein, dass bereits die Ränder des Sturms in die Endzone hineinwirken und dort die Gebäude von den Spielern zerstören. Also wenn ihr einen Turm baut, das wird dann den Herrn sofort betreffen. Mich eher weniger, weil ich bin jetzt nicht der große Builder, sondern eben die Leute, die Das in nervt. permanente Build Battles Das wird reingehen. richtig nerven. Aber das soll erst am Ende jedes Matches Ja, passieren. So. toll. Und dann werden eben die Gebäude werden auch mit zerstört. Bedeutet also, Epic sagt, das betrifft nur 10% der Fortnite-Partien, die bis zur letzten Sturmphase andauern. Das heißt also wirklich diese allerletzte Toll. Sturmphase. Ja gut, da kommen wir ja eigentlich nie rein. Die letzte Ich Sturmphase. komme da in Solo Dieses ganz je. Ja, kleine. ich komme da in Solo jedes Mal Na, rein. Stopp! erzählt doch nichts. In Diese Solo! letzte In Solo! Sturmphase, das ist dieses ganz kleine Ding, wo nur noch ein ganz kleiner Kreis ist. Da bist du so gut wie nie drin, weil du die meistens vorher schon Das, ach so, zerstörst. das meinst du. Ja, gut. Ich habe jetzt gedacht, dass du das Nein, dabei die bist. letzte Sturmphase. Ja, gut, da komme Die ich nicht letzte rein. Sturmphase habe Da ich war bei ich dir bis noch jetzt nie gesehen. nur einmal drin in Solo. Ja, also ich habe Einmal. die bis jetzt noch nie Das ist, gesehen. da musste Ja. ich mich mit Campfire und so hochheilen. Okay. Also dann, was steckt dahinter? Gute Spieler liefern sich auf dem engsten Raum zum Ende des Matches häufig ein Build auf, bei dem beide riesige Gebäude hochziehen, so um den ein, damit der eine den anderen übertrumpfen kann und so weiter. Das wird jetzt natürlich viel, viel krasser werden. Chaotischer. Ja, also ist auf jeden Fall krass. Dann wird eine Waffe verschwinden. Revolver weg, der ist schon weg. Der Revolver. Ist schon weg. Bist du sicher? Ja, ich habe keinen Revolver mehr gesehen. Also ich habe erst noch einen Ja, gesehen, heute gestern. Nacht. Heute, ich heute nicht. Ich habe Ich heute habe Nacht einen heute keinen mehr gesehen. gesehen. Okay. Also auf jeden Fall soll der Revolver erstmal wegkommen. Ob er wiederkommt, weiß man nicht so genau, muss Das man macht schauen. echt. Es macht kein. Kein, es macht einfach. Was soll man mit diesem Revolver machen? Wenn man einen Revolver findet, spielt man den? Nö. Den lässt man eigentlich einfach liegen. Ja, Außer es ist seine erste Waffe. dann. Soll Wie geil! ein Künftig findet ihr gleich zwei Boogie Bombs. so, also Ja! erstmal soll ein neues Item mit reinkommen, ein neues Bewegungsitem. Was jetzt genau dabei rauskommt, das ist noch nicht so ganz bekannt. Das haben sie jetzt noch nicht geleakt. Ja. Gut, die letzten Items waren diese Taschenrifts, ja. Davor gab es ja die Jetpacks ja, und was es ja jetzt immer noch gibt, die Bounce Pads, ja. Wie geil, Was da warte, jetzt kommt, wissen wir noch Moment, nicht wir genau. gleich. Pass mal auf, die Fernzündungen werden seltener. Jetzt waren sie blau und jetzt werden sie lila. Wie geil. Und künftig findet ihr gleich zwei Boogie Bombs anstatt einer. Wie cool. Gleich Ja, zwei Boogie Bomben kann ich zwei Stück auf der gleich werfen. Cool. na du Doch. Scheiße. So. Oh mein Gott, wie geil. Und ihr könnt jetzt bei dem neuen Update auch drei große Schildtränke mit euch, ja, mitnehmen. Und Ja. vorher waren es zwei. So, dafür werden die Fernzündladungen selten, Habe ne? ich doch gerade gesagt. Habe ich jetzt gar nicht richtig mitbekommen. So, also sie war bis jetzt selten, jetzt wird sie Blau. lila sein. Wann kommt das neue Update? Ist jetzt noch nicht ganz öffentlich bekannt gegeben. Wahrscheinlich der Dienstag, der 4. September. Kann
Kann aber auch sein, dass der Patch am Montag, Mittwoch oder Donnerstag nächste Woche erscheint. Also ist alles schon einmal da gewesen. Schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall mega, mega, mega spannend werden, wie dieses neue Update laufen wird. Jo! Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dann und Ciao! tschüss!